Hello, I'm Khalil Khatoul. I'm from Damascus. I fled from Syria because it was too dangerous for me and my family. When I arrived to Vienna, I got totally lost. At first, a member from Faraymut found me, and everything changed into good. Hi, ich bin Laura und wir sind Mut. Wir helfen Menschen in Not, vor allem Familien mit Kindern und Alleinerziehenden. Hilfe zur Selbsthilfe wird bei uns von jeher groß geschrieben. Darum ist das Projekt Reach besonders wertvoll für uns. Hi, ich bin Jan und zusammen mit meinen IT-Kollegen Stefanie und Georg erforschen wir, wie man Flüchtlingen in Österreich Hilfe zur Selbsthilfe anbieten kann. Unsere Erfahrung aus zwei vorherigen Projekten mit Co-Design zu Immigranten ist für Reach sehr hilfreich. Viele Flüchtlinge haben gleiche oder ähnliche Fragen wie Khalil nach ihrer Ankunft in Österreich. Hilfsorganisationen wie Verein Mut oder die Caritas, aber auch Behörden stellen Informationen für die Hilfesuchenden zur Verfügung. Leider sind diese oft nur über Betreuungspersonen für die Flüchtlinge zu erreichen. Reach entwickelt ein mobiles Suchportal, das Flüchtlinge selbstständig in ihrer Muttersprache nutzen können. Dabei werden ihre Anfragen automatisiert ins Deutsche übersetzt, damit zuverlässige Informationsquellen durchsucht und die Ergebnisse wieder zurück in ihre Muttersprache übersetzt. Zu jedem Suchergebnis bietet Reach die Möglichkeit, eine Betreuungsperson zu kontaktieren, die zu den gegebenenfalls schlecht übersetzten Inhalten telefonisch oder schriftlich befragt werden kann. Der Clou an Reach ist, dass der Betreuer erst dann kontaktiert wird, wenn kein anderer Flüchtling zuvor die Frage gestellt hat. Ansonsten können sich die Flüchtlinge untereinander selbst vernetzen, was die Betreuer entlastet. With Reach, it would have been much easier for me and for Mut. I love this project, so I can help other refugees.